Endlich mal im Rampenlicht. Wunderbar. Herrlich. Ja, es folgt jetzt die Festrede. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Und sie bewegt sich doch. Dieses berühmte Zitat wurde lange Zeit fälschlicherweise Galileo Galilei zugeschrieben, dem berühmten Mathematiker und Naturforscher der frühen Neuzeit, der das geozentrische Weltbild erschütterte. Wahrscheinlich stammt dieser Ausspruch aber eher von einem anonymen Kritiker der hessischen Bildungspolitik. Nachdem er durch einen Besuch der Ernst-Göbel-Schule eines Besseren belehrt wurde. Und daher können wir sagen, und sie bewegt sich doch. Ja, die Bildungspolitik in Hessen bewegt sich, und zwar ständig. Allerdings nicht immer in dieselbe Richtung. Aber sie bewegt sich. Und sichtbarer Beleg dafür ist seit 50 Jahren die Ernst-Göbel-Schule. Da ist es nur konsequent, dass diese Schule sich nun, das heißt genauer gesagt seit 2 Jahren, das Motto gegeben hat, Schule in Bewegung. Aber was heißt das eigentlich, Schule in Bewegung? Wer oder was bewegt denn die Schule? Und wen oder was bewegt denn die Schule? Nun, die Bewegung fand und findet auf allen Ebenen statt. Und das wollen wir auf einem kurzen Streifzug durch die Geschichte der Ernst-Göbel-Schule jetzt aufzeigen. Dazu gehen wir zurück zum Anfang dieser Bewegung, sozusagen zum Urknall der Ernst-Göbel-Schule. Dieser Urknall wurde allerdings nicht vom ersten unbewegten Beweger, von dem schon Aristoteles vor 2350 Jahren sprach, verursacht. Nein. Urheber dieses spezifischen Odenwälder Urknalls war eine Person, die selbst schon von einer Bewegung angetrieben wurde, und zwar der Reform des Landschulwesens. Es war der Namensgeber unserer Schule, Ernst Göbel, der als Schulrat im Odenwaldkreis seit 1952 maßgeblich an der Verbesserung der Bildungschancen für die Landbevölkerung mitwirkte. Und so lieferte er gemeinsam mit dem damaligen Landrat Georg Ackermann den entscheidenden Impuls zur Gründung der beiden ersten Mittelpunktschulen im Odenwald, der Ernst-Göbel-Schule in Höchst und der Georg-Ackermann-Schule in Reibreitenbach. Beide Schulen wurden 1964 in Betrieb genommen, was die beiden Namensgeber und Beweger leider selbst nicht mehr miterleben konnten. Wie der kosmologische Urknall bewirkte auch der Odenwälder Urknall eine nachhaltige Kernfusion. Wo Schüler zuvor noch auf 4 Standorte innerhalb der Gemeinde Höchst verteilt waren, fanden sie jetzt eine zentrale Unterkunft in einem modernen Schulgebäude mit Fachräumen, Sporthalle und Schwimmbad. Und nicht nur Schüler, wir nennen sie mal Discipularteilchen, aus Höchst trafen nun in der Ernst-Göbel-Schule zusammen. Nein, auch die Skipularteilchen von A wie Annelsbach bis Z wie Ober- und Niederkinzig. Sie wurden nun durch Space Shuttle, die neu eingerichteten Schulbuslinien, in den frisch entstandenen Bildungsnukleus verfrachtet. Die durch diese Fusion entstehende Bildungsenergie wurde zielgerichtet in verschiedene Schulformen geleitet. In einen Grundschul, einen Hauptschul, einen Realschul und einen Sonderschulzweig. Ja, damals sprach man noch von der Sonderschule. Heute heißt es Förderschule. Manchmal werden in der Pädagogik eben auch nur Worte bewegt. Das Ladungspotenzial der EGS führte zu einer kontinuierlichen Expansion. Erstes Ergebnis war die Herauslösung der Grundschule. Mitte der 70er Jahre zog sie in den Neubau der Schule an der Mümling und bildete quasi einen Trabanten der EGS. Aber auch innerhalb der EGS kam die Bewegung nicht zur Ruhe. Seit 1964 gab es eine freiwillige Förderstufe. Dieses Konzept bedeutete schulformübergreifenden Unterricht in den Klassen 5 und 6.
um die Entscheidung für die weiterführende Schulform nicht schon nach 4 Grundschuljahren, sondern erst am Ende von Jahrgangsstufe 6 treffen zu müssen. In dem Zusammenhang begrüße ich ganz herzlich mal den Herrn Koch. Der lange Jahre die Förderstufe hier an der Ernst-Göbel-Schule geleitet hat. Im Schuljahr 1974-75 wurde die Förderstufe dann verpflichtend, das heißt für alle Schüler, eingeführt. 1989 fiel dieses Förderstufenkonzept der Einführung des Gesamtschulkonzepts zum Opfer. Die pädagogisch-strukturelle Bewegung erfuhr also eine nicht unerhebliche Richtungsänderung. Fortan wurden die Schüler ab Klassenstufe 5 wieder aufgeteilt in parallele Schulformen. Die Zweige der Förder-, Haupt- und Realschule wurden jetzt noch um den Gymnasialzweig ergänzt. Dieses Konzept nannte sich damals additive Gesamtschule. Es besteht bis heute. Aber damit der Eindruck der permanenten Bewegung erhalten blieb, wurde es bald in kooperative Gesamtschule umbenannt. Ja, nächste Bewegung. 1998 kam noch der Zusatz gymnasiale Oberstufe hinzu. Das war nun tatsächlich eine substanzielle Expansionsbewegung, deren ungeheure Anziehungskraft zur massiven Anlagerung weiterer Disziplinarteilchen führte. Physik ist toll, gell? Ja. So steigerte sich die Schülerzahl der EGS in 50 Jahren um 400% auf ca. 1200. Und ebenso explosionsartig stieg die Zahl der Magistralteilchen. Jetzt eine Definition. Das sind jene Partikel, die die Disziplinarteilchen beständig umkreisen. Sie werden auch Lehrkörper genannt, also deren Masse wuchs von 20 im Jahr 1964 auf ca. 110 im Jahr 2014. Mehr Masse erfordert mehr Raum. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Und so umfasste die Bewegung der EGS auch den beständigen Ausbau der Infrastruktur. Ende der 80er Jahre wurde ein neuer Schultrakt mit modernen naturwissenschaftlichen Fachräumen in Betrieb genommen und es entstand eine große Dreifelder-Sporthalle, die gemeinsam mit der Grundschule genutzt wird. Wenig später kamen ein konventioneller Steinbau mit 14 Klassenräumen hinzu und 10 Jahre danach dieser trendige Holzbau, der schwerpunktmäßig von der gymnasialen Oberstufe genutzt wird. Beide Gebäude demonstrieren durch ihre Bauart gleich zwei naturwissenschaftlich interessante Bewegungsphänomene. Der Steinbau liefert den Nachweis, dass Wasser auch nach oben fließen kann. Nach oben fließen kann, indem es als Grundwasser in Mauern und Wände hochsteigt. Und dann aber auch gerne wieder mit dem Verputz nach unten fällt. Jetzt zum trendigen Gebäude. Und der Holzbau veranschaulicht, dass eine perfekte Dämmung jegliche Luftbewegung zum Erliegen bringt. Ist die Sommerhitze durch geöffnete Türen und Fenster erst einmal ins Gebäude eingeströmt, verharrt sie dort bei geschlossenen Öffnungen reglos bis zum Winter. Ein nächtliches Lüften widerspricht leider den Sicherheitsinteressen der Schulbetreiber und Schulnutzer. Als trocken und wohltemperiert erweist sich dagegen die jüngste bauliche Erweiterung der EGS. Gemeint ist der 2010 abgeschlossene Anbau an das Hauptgebäude,
der neben der beeindruckenden Mensa unter anderem auch eine Lehrküche und die Schülerbibliothek enthält. Nachdem wir bisher die organisatorische und die bauliche Ebene der Bewegung an der EGS betrachtet haben, wollen wir nun noch einen Blick auf die pädagogische und bildungspolitische Ebene werfen. Wenn man sich Schule als eine Art Flüssigkeit vorstellt, quasi eine Nährlösung für die oben genannten Discipularteilchen, dann erinnert der Bildungsprozess oft an die Brownsche Molekularbewegung. Diese wird definiert als eine scheinbar regellose Zitterbewegung von in einer Flüssigkeit befindlichen kleinen Partikeln. Dabei ist die Intensität dieser Bewegung temperaturabhängig. Naja, es stimmt schon, dass von außen in das Schulleben hereingetragene hitzige Debatten die Zitterbewegung in der Schule erhöhen. Ob sich das Zittern dabei mehr auf die Discipularteilchen oder mehr auf die Magistralteilchen bezieht, ist dabei von Fall zu Fall verschieden. Andererseits gilt von der Brownschen Bewegung auch, dass ohne äußere Einflüsse die Wahrscheinlichkeit einer Bewegungsänderung in jede Richtung gleich groß ist. Auf die Schule bezogen bedeutet das, dass ohne die bildungspolitischen Impulse von außen zwar vielfältige, aber unkoordinierte und ziellose pädagogische Bewegungen zu beobachten wären, sodass die Summe der dadurch verursachten Richtungsänderungen gleich null wäre. Von daher verdankt sich die bei der EGS festzustellende Vorwärtsbewegung auch ihren Impulsgebern, dem staatlichen Schulamt, dem Schulträger, der Elternschaft und auch dem Kultusministerium. Zwar haben manche Themen, zum Beispiel G8, G9, Schulcurriculum, Kompetenzorientierung, Binnendifferenzierung, noch immer unmittelbar und nachhaltig eine zielgerichtete Bewegung bewirkt, weil die bildungspolitische Vorbereitung zum Teil nicht gründlich genug war oder die dafür nötigen Ressourcen nicht verfügbar waren. Aber, ja, gut. Wird immer gern genommen. Also. Aber gerade die regionale Zusammenarbeit mit Schulamt, Odenwaldkreis und Sponsoren hat doch eine kontinuierliche und planmäßige Schulentwicklung ermöglicht. Deren Ziel führt seit Jahrzehnten in dieselbe Richtung, sodass das im Schulprogramm formulierte Leitbild für die gesamten 50 Jahre der EGS gilt. Wertschätzung jedes Einzelnen, individuelle Förderung, Ausbildung sozialer Kompetenzen und Förderung von Bewegung, Sport und Spiel. Das letztgenannte Ziel, Bewegung, Sport und Spiel, reimt sich sogar, ist durch eine Reihe von Maßnahmen in den letzten Jahren geradezu zum Markenzeichen der EGS geworden. Dazu zählen zum Beispiel die Spielgeräte und Bewegungsangebote für die Pausen, die Einbindung auflockernder und Aufmerksamkeit fördernder Bewegungen in den Unterricht, das soziale Training, Sportfeste, Wettbewerbe und das in zahlreichen Kursen gepflegte und vor allem durch die TECs werbewirksam in die Öffentlichkeit getragene darstellende Spiel. Bewegung und Spiel haben integrierende Wirkung. Sie bringen Schüler der einzelnen Schulformen und unterschiedlicher Herkunft zusammen. Auch das entspricht der Brownschen Molekularbewegung. Sie verursacht Diffusion, das heißt die Durchmischung der in einer Flüssigkeit befindlichen Partikel. In unserem Fall der Discipularteilchen in der EGS-Nährlösung. Bisweilen hat Bewegung auch katalytische Wirkung. So konnten unsere Discipularteilchen in zwei Sponsorenläufen in den Jahren 2008 und 2012 durch unermüdliches Kreisen auf der Umlaufbahn um die EGS insgesamt über 37.000 Euro erlösen. Dieses Zwischenprodukt wurde dann unmittelbar in IT-Hardware und Gerätschaften zur Schulhofgestaltung umgesetzt. Es wären noch viele weitere Katalysatoren und Motoren der Bildungsbewegung an der EGS zu nennen, die uns helfen, die eingeschlagene Richtung beizubehalten. Stellvertretend können hier nur einige genannt werden. Unser Schulträger, der Odenwaldkreis, unsere Heimatgemeinde Höchst und unsere Hauptsponsoren,
Sparkasse Odenwald, die Volksbank Odenwald und das Unternehmen Merck. Bei Ihnen bedanken wir uns ganz herzlich. Unser Dank gilt aber auch allen übrigen Helfern, die unser Schulleben in Schwung halten. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Eltern, die der EGS seit 3 Generationen vertrauensvoll den unverzichtbaren Rohstoff des Bildungsprozesses liefern. Das können nur die Disziplinarteilchen sein. Okay, gut, schön aufgepasst. Und genauso wichtig sind die unermüdlichen Magistralteilchen, die diesen Rohstoff in einem jahrelangen hochenergetischen Verfahren nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft veredeln. Wir blicken heute auf eine erstaunliche Evolution zurück, die vor 50 Jahren durch den Odenwälder Urknall an der EGS ausgelöst wurde. Da stellt sich zwangsläufig die Frage, wie kann man diesen gewaltigen Prozess überhaupt steuern? Ja, ein Mann kann das nicht. Dazu braucht man schon einen Klingmann und einen Leidermann und einen Hoffmann und eine Frau. Unsere hochgeschätzte Schulleiterin Frau Vanovius. Sie war es auch, die das beziehungsreiche Motto Schule in Bewegung geprägt hat. Wir bewegen uns jetzt gleich weg, noch 2 Zeilen. Und alle 4 zusammen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass wir zum Abschluss hoffentlich alle über die Ernst-Göbel-Schule das Urteil fällen können. Und sie bewegt mich doch.